So, kurzer Disclaimer, wir befinden uns ja tatsächlich gerade auf so einer Art von Road to 1K. Also vielen Dank für den Support da auf jeden Fall und lasst gerne weiterhin kostenloses Abo da, wenn euch das gefällt, was ich hier auf dem Kanal mache. Wir haben die Prozentzahl schon gut runterbekommen hier an Zuschauern ohne Abo. Geht natürlich noch ein bisschen mehr und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und ein Moinsen zum Podcast, zur historischen 1:5 Klatsche für den BVB am Samstag und natürlich auch der Vorbericht zum Spiel in Union Berlin am 15.12. englische Woche, Dienstagabend, 20.30 Uhr. Hier natürlich bei VfB Fan News. Ja, zuerst, wie ihr es erkennt, der Nachbericht zum Spiel in Dortmund. Und ja, da kann man schon mal von einer historischen Vorführung reden. Das war der Wahnsinn. 5:1 in Dortmund. Tore von Silas, Reina kurzzeitig beim 1:1, nochmal Silas und dann Förster mit seinem ersten Bundesliga-Tor, Koulibaly und Gonzales. Unfassbares Spiel. Spielanalyse. Ja, was soll man sagen, ne? Dortmund wurde komplett zerstört. Das waren auch zu viel für den BVB. Favre wurde entlassen. Wir waren von Beginn an, waren wir besser im Spiel als VfB. Von Beginn an. BVB hatte auch schon vor dem Spiel so eine kleine Mini-Krise in der Liga zumindest. Dass halt da mal wieder ein Sieg hätte kommen können. Und wie immer, irgendwie gefühlt, immer wie immer in Richtung Weihnachten rum, war dann wieder Favre im Gespräch oder halt in der Kritik oder im Gespräch eben darum, ob er bleibt oder nicht, oder ob er eben, wie es jetzt passiert ist, entlassen wird. Und man muss einfach sagen, dieser Spielstil von uns, der hat dem BVB wehgetan. Dieses freche, offensive, direkt drauf, nicht nur hinten reinstellen, wie es so aufsteigertypisch wäre, hat dem BVB wehgetan. Wir standen ihn ständig auf den Füßen, da kamen Fehlpässe über Fehlpässe. Der BVB war zu keinem Zeitpunkt richtig im Spiel drin. Am Anfang gab es keine so großen Chancen, aber Überlegenheit eigentlich vom VfB, was zumindest Aktion nach vorne angeht. Dann fällt es 1:0, ähnlich wie in Bremen, durch Elfmeter von Silas. Auch das Foul davor war glasklarer Elfmeter. Danach konnte man schon so ein bisschen Flashbacks zurück zum Bayern-Spiel bekommen, wo wir eigentlich auch, ne, wir haben geführt mit 1:0, waren richtig gut in der Partie drin. Und dann fängst du dir mehr oder minder aus nichts oder halt noch völlig unnötig das 1:1. Hier gegen hier dann auch fällt das 1:1. Ne, technisch anspruchsvoll, richtig schönes Tor, technisch langer Ball, angenommen Reina, lange Ecke, es war richtig schön gemacht, das 1:1, aber halt nicht im Ansatz verdient, geht dann zumindest nicht wie gegen München mit einem 2:1, sondern einfach mit einem 1:1 in die Pause und dann folgte eine wahnsinnige zweite Halbzeit, vor allem wahnsinnige 10 Minuten, fängt an in der 53. Minute mit dem 2:1 durch Silas, davor auch ein Fehlpass im Dortmunder Aufbauspiel. Mangala nimmt sich Zeit, läuft, schiebt einen Silas 7, 8, 9 Meter vors Tor und der kriegt ihn irgendwie reingeschoben. 2:1. 7 Minuten später macht Förster das 3:1. Nach einem wunderbaren Pass von Sosa von den Außen quasi zentral in Richtung Elfmeterpunkt gespielt oder in Richtung Höhe vom Elfmeterpunkt quasi an der 16er Linie hingespielt. Wahnsinn, natürlich auch wie einfach das geht. Es ist wirklich wie im Training. Das gleiche Spiel 2 Minuten später, nur dass diesmal der Ball nicht reingeht. Das war noch schöner gespielt. Richtig schön, nach einem Einwurf war es, glaube ich, einfach schöner One-Touch-Fußball durchgemacht. Aber am Ende war es sogar noch Koulibaly, der dann mit der Hacke durchleitet, oder quasi rückwärts durchleitet auf Klimovic. Der haut dann halt leider an den Innenpfosten. Der hatte kein Glück, der hätte auch noch gut 1-2 Tore machen können in Dortmund. Aber sei es drum. Und dann eine Minute später, selbes Bild, kommt dann doch noch das Tor von Koulibaly. Selbes Bild, weil eben, ja, das war einfach schlecht verteidigt. Wieder ein schlechter Ball. Koulibaly am Ende des Tages, wird angespielt, macht seine Meter, läuft auf Hummels zu in Richtung rechte 16er Kante. Läuft auf Hummels zu, läuft in den 16er rein, tanzt diesen erfahrenen Weltmeister, tanzt er locker aus, als wäre es gar nichts und schiebt ihn lange Ecke ein, diesmal mit Hilfe vom Pfosten. Ein absolutes Traumtor und unsagbar frech erzielt. Richtig, richtig gut. Dann kommt noch Nummer 5, davor Einwechslungen, Spiel
trabt so ein bisschen vor sich her. Einwechslungen, bei BVB kommt Moukoko, bei uns kommt Eckloff, beides junge Jungs, Nachwuchstalente, auf die sehr viel gehalten wird, auf Moukoko natürlich noch so ein bisschen durch die Medien noch mehr gehalten wird. Wie du weißt, nimmt noch ein Tor von Dortmund zurück, durch das wir vielleicht noch ein bisschen wieder als VfB-Fans nicht in Angst versetzt wären, aber man kennt es so ein bisschen. Dann hast du halt doch noch so ein paar Minütchen Zeit mit Nachspielzeit noch und dann kommen schon diese alten Gedanken wieder zurück, dass du so ein Spiel dann doch noch auf einen Unentschieden irgendwie so gesehen quasi verlierst noch. Ist aber nicht passiert. Wieder Fehler von Dortmund im Aufbau, dann ist das Ding quasi komplett frei, dann müsste es Mangala gewesen sein, wenn der Ball lange rein, lange nach vorne spielt, Gonzalez, der komplett frisch ist, läuft durch und macht dann das 5:1 in der Nachspielzeit. Elfmeter hätten wir auch noch bekommen können, durchaus an Gonzalez nach einem Sprint, wo Hummels ihn dann fällt, wohl nicht gegeben, ist, ja, kann man pfeifen, muss man nicht, so in die Richtung, von dem ja nicht groß der Rede wert, weil das 5:1 auch so schon klar und deutlich genug war und es hätte ja, wie gesagt, sogar noch höher ausfallen können. Es hätte hier locker 1:7, 1:8 ausgehen können. Da hätte sich auch keiner groß beschweren dürfen. Ja, kann man einfach sagen, dass wir gerade als VfB, haben auch viele gesagt, ein Hamann, viele andere Offizielle quasi sind Fans vom VfB geworden, so ein bisschen. Und da dann auch von Reus das Zitat am Ende, wir sind keine Mannschaft, die gut verteidigen kann. Da kam schon echt viel zusammen, aber auch in der Medienwelt kam zum Glück ganz gut mit raus, dass viel am VfB lag, weil am Anfang war auch viel von wegen, ja, Dortmund war ja so schlecht und das haben sie falsch gemacht und das haben sie falsch gemacht, aber zum Glück hat der VfB doch noch seine, einfach seinen fairen Teil bekommen in den Berichten, dass wirklich auch viel am VfB lag, auch wenn natürlich der BVB nicht gut war an diesem Tag. Aber muss echt sagen, wir spielen als Aufsteiger gerade mit einem der attraktivsten und besten Fußball der Liga, absolut. Tabellensituation stellt sich dadurch noch ein bisschen krasser dar. Wir sind einfach auf Tabellenplatz 7 aktuell. Damit sind wir gerade auch punktgleich mit 17 Punkten. Mit Union Berlin, der auf dem 6. Platz ist und die auf dem 6. Platz sind. Und Borussia Mönchengladbach auf dem 8. Platz punktgleich, nur halt da immer minimale Unterschiede im Torverhältnis. Man of the Match, ja, was kann man da sagen? Da hätte man eigentlich mehr oder minder jeden aufstellen können, die gesamte Mannschaft. Aber jetzt durch die Nominierungen in der 11. des Tages vom Kicker, in der 11. Spieltags von der Sportschau, haben wir es diesmal auf 5 Leute gemacht und die Leute, die da drin waren oder auch gedoppelt, also Mamadou und Koulibaly waren doppelt drin quasi beim Kicker sowie in der Sportschau, haben wir jetzt Sosa, Mangala, Endo, Mamadou und Koulibaly, können wir immer über den Link abstimmen. Letzte Woche Man of the Match hat Silas Wamangituka gewonnen in der Abstimmung, das noch am Rande erwähnt. Tweets of the Match auch sehr schön. Hitzesberger, der Verantwortliche beim VfB, der relativ flink nach dem Abpfiff schon getwittert hat, ich könnte Konfetti kotzen, so happy bin ich über das, was ich gerade sehen durfte. Und auch sonst einfach ein paar schöne, nette Tweets zum VfB, zum Beispiel, wer bist du und was hast du mit dem verhalten VfB gemacht? Oder auch, ich glaube, ich hatte gerade zum ersten Mal im Leben 90 Minuten Sex. Also da ging schon einiges in diesem Spiel und ich denke, als VfB-Fan kann man gerade quasi ausnahmslos nur zufrieden sein, wie es aktuell läuft. Und weil immer, ihr kennt ja auch die Quellen zum Artikel auch noch dabei. Gehen wir zum Vorbericht. Union Berlin, 15.12.2030, englische Woche. Gegneranalyse. Geht jetzt ja schon direkt 3 Tage danach weiter. Auch für Union 3 Tage danach. Die haben auch am Samstag gespielt. Da muss man gucken. Können wir gegen Union, der bei uns auch so ein bisschen als Relegationsschreck in Erinnerung geblieben ist, unseren ersten Heimsieg einfahren dieser Saison? Union ist diese Saison richtig, richtig stark. Haben wir schon in der ersten Saison, die ist, nach dem Aufstieg quasi, sich richtig gut drin gehalten. Jetzt sieht es noch besser aus. Auf dem 6. Platz aktuell. Und sogar letzter Spieltag, ne, gegen Bayern einen Punkt geholt, was wir auch fast geschafft hätten, aber eben den Punkt am Ende des Tages geholt, das glaube ich auch verdient. Das auch ohne Max Kruse, der im Sommer ablösefrei kam und so ein bisschen der Star des Teams ist.
Selbst ohne den wurde der Punkt gegen die Bayern geholt. Also, ne, entgegen vieler Prognosen. Man kennt es so ein bisschen. Die zweite Saison nach dem Aufstieg ist immer schwierig. War ja bei uns auch schon so. Wir sind in der zweiten Saison nach dem Aufstieg. Damals sind wir abgestiegen. In der Saison 18, 19. Eben in der Relegation gegen Union Berlin. Aber ja, das trifft bei denen bisher nicht so zu. Sieht gerade nicht wirklich danach aus. Bei uns ja bisher auch noch nicht. Als hätten wir groß mit dem Abstiegskampf zu tun, aber abwarten. Wir haben jetzt gerade ein Drittel der Saison gespielt und haben da jetzt 11 Spieltage hinter uns, also grob ein Drittel gespielt. Im Angriff haben sie noch ein paar weitere Verletzungen, aber wie gesagt, kriegen es ja trotzdem hin, trotzdem gegen Bayern ein Tor gemacht und das Ding verteidigt. Interessante Personalie, die aber auch vermutlich nicht spielen kann, weil sie ja, ist noch fraglich fürs Spiel. Christian Gentner, lange, lange beim VfB gewesen, lange, lange Jahre. Erfolge gefeiert mit dem VfB, auch Abstiege gefeiert mit dem VfB, mit in die zweite Liga gegangen, nach dem ersten Abstieg und eben nach dem letzten. Dann keine Vertragsverlängerung, dann eben kontrovers zu Union Berlin gewechselt, die damals aufgestiegen sind, ja gegen uns. Das halt so ein bisschen, ich würde mal sagen, für Aufsehen im VfB-Fanlager gesorgt hat und das nicht unbedingt nur, was heißt nur, aber eigentlich im wenigsten Sinne für positives Aufsehen gesorgt hat. Ja, letzte Direktduelle haben wir nicht so viele dabei. Wir haben 4 Duelle bisher. Zwei davon in der zweiten Liga, 2016-2017, wo wir einmal im Heimspiel gewinnen konnten, einmal einen Unentschieden auswärts hatten und eben die Relegation, wo wir auch zweimal Unentschieden gespielt haben. Also haben wir gegen Union noch nicht verloren bisher. Aber in der Relegation haben wir quasi dadurch trotzdem verloren, durch eben die Auswärtszuregel, über die man auch gut und gerne diskutieren kann, wie toll die ist oder wie toll sie eben nicht ist. Da wir einfach 2-2 in Stuttgart gespielt haben und 0-0 in Berlin und dadurch halt durch Auswärtstorregel, weil Berlin mehr Auswärtstore geschossen hat als wir, dann quasi doch verloren haben. Kann man darüber diskutieren, ob sowas notwendig ist oder nicht. Ja, in der Bundesliga treffen wir aber tatsächlich zum ersten Mal aufeinander. Tabellensituation vorhin schon kurz angesprochen worden. Wir Siebter, Union Sechster, also absolutes Top-Duell tabellarisch. Hätte so vermutlich auch kein Mensch gedacht. Und hat nur ein Tor besser als wir im Torverhältnis. Sonst auch wie gegen Bremen. Genau das gleiche Bild bisher. 4 Siege, 5 Unentschieden und 2 Niederlagen und insgesamt 17 Punkte für Union sowie für den VfB. Kommen wir zum Startelf-Tipp. Erstmal Auswertung der letzten Startelf-Tipps. Wir hatten 11 von 11 Spielern richtig. Wir haben voll abgesahnt und genau die richtige Aufstellung ins Rennen geschickt. Beziehungsweise die gleiche Aufstellung wie Pellegrino Matarazzo ins Rennen geschickt hat. Jetzt wird es vermutlich ein Ticken schwieriger, dass das alles richtig ist. Einfach da wir jetzt so ein bisschen mehr Belastung haben durch die englischen Wochen, haben jetzt ja Samstag gespielt, spielen wir am Dienstag und spielen wir am Sonntag wieder, haben ein bisschen länger Zeit, dann spielen wir am Mittwoch im Pokal nochmal, bevor es dann die mini kurze Weihnachtspause gibt und das dann wieder am 2. Januar, glaube ich, weitergeht gegen Leipzig. Aber deswegen könnte sich so ein bisschen rotieren, klang auch so ein bisschen aus der Pressekonferenz raus. Was auf jeden Fall auch raus klang, war, dass Anton und Carrasco fraglich sind fürs Spiel. Castro kommt zurück nach abgesessener Gelbsperre. Ich tippe auch mal darauf, dass er wieder in der Startelf stehen wird dann. Anton habe ich einfach mal, weil er schon so genannt wurde, dass er fraglich ist, habe ich dann direkt auch mal ersetzt. Vorne dann die Frage, bringt er González wegen Tempo oder bringt er ihn erst später, weil er eben doch jetzt auch in Dortmund letzten, ich weiß gerade nicht aus dem Stegreif, aber auf jeden Fall letzten 20, 25 Minuten erst gespielt hat, wenn nicht sogar noch weniger und deswegen vielleicht noch nicht direkt 100% eine Option für die Startelf ist. Und Union ist ja, wie gesagt, es ist halt auch diese ruppige körperliche Spielweise von Union, diese Härte, dieses, ja, doch halt irgendwo Abstiegskampf gehen quasi. Und da ist dann vielleicht ein großer Hüne mit Kalajdzic vorne drin nicht verkehrt, deswegen haben wir ihn so aufgestellt. Heißt am Ende des Tages Kobel, Sosa, Kempf, Mafropanos, Stenzel hinten. Mittelfeld bleibt gleich, Endo Mangala und dann vorne auch Koulibaly, Wamakituka bleibt gleich. Ne? Im Zentrum dann Castro. Und dann vorne Kalajdzic und González erstmal von der Bank. Mal gucken, wie unser Trainer das so aufstellt. Prognose, ja. Es wird ja ziemlich sicher, das sollte auch eigentlich allen klar sein, nicht so werden wie gegen Dortmund, dass wir die so dermaßen überrollen. Das war auch gegen Dortmund schon
überraschend, um es mal gelinde auszudrücken, überraschend. Es wird ein deutlich, deutlich härteres Spiel. Wir müssen sowieso aufpassen, was wir jetzt mit unserer Erwartungshaltung machen. Weil klar, es wäre dann auch schön und man könnte diesen positiven Trend natürlich mitnehmen. Bei uns ist auch keiner abgehoben von den Verantwortlichen, von Spielern, von Fanbase und so weiter. Ist eigentlich keiner groß abgehoben, was schon mal positiv ist. Alle wissen immer noch, worum es hauptsächlich geht. Aber man muss da trotzdem so ein bisschen drauf aufpassen, weil jetzt ist natürlich auch die Fallhöhe hoch. Wenn du jetzt natürlich 5-1 in Dortmund gewinnst, dann 3 Tage später zu Hause gegen Union Berlin verlierst, wo viele Fans, auch ich eingeschlossen, auch so ein bisschen das Ding haben von wegen, boah, das ist mir schon so ein Ticken wichtiger als andere Saisonspiele noch, da einfach Union dieses Relegationsding noch im Hinterkopf hat und du da verlierst, da ist halt die Fallhöhe extrem hoch. Und auch in Sachen, ne, Union ist zwar jetzt auch ganz oben dabei, aber solche wie Bremen, die waren ja auch tabellarisch irgendwo im Mittelfeld und nicht ganz unten oder so. Aber das ist auch theoretisch rein von der Prognose her vor der Saison auch ein Team, was halt im Abstiegskampf gegen uns steht oder stehen könnte vielleicht noch irgendwann, je nach Entwicklung. Also wäre Union dann doch quasi noch mehr Punkte, die man mitnehmen sollte, gerade zu Hause, auch wenn wir diese Saison bisher noch nicht so stark sind, noch keinen Heimsieg geholt. Aber wo man tendenziell natürlich mehr Punkte mitnehmen könnte, sollte, wie auch immer, als jetzt beispielsweise gegen Dortmund. Das haben wir gegen Dortmund geholt, also wird sich dadurch wieder ausgleichen, wenn wir gegen Union jetzt halt weniger Punkte holen. Aber vom Gefühl her sollte man gegen Union dann irgendwie doch punkten. Also verlieren solltest du auf jeden Fall nicht. Ich tue mir schwer zwischen Unentschieden und Sieg. Union ist ein ekelhafter Gegner. Ne, das ist dieser Aufsteigerstil, dieses mehr, jetzt nicht 100% hinten reinstellen, aber dieses Kampfding und nach dem Motto, wir sind Union, ihr müsst uns erstmal richtig knacken, bis ihr wirklich durchkommt. So, das wird schwieriger, denke ich, als noch am Samstag Tore zu erzielen. Trotzdem, wie gesagt, wäre es mir wegen dieser Vergangenheit, um diesen Abstieg, um diese Relegation so wichtig, dass man da wirklich abliefert, den ersten Heimsieg mal mitnimmt. Es wird auf jeden Fall eine absolute kämpferische Leistung brauchen. Es wird wahrscheinlich ein dreckiges Spiel werden. Aber dann, wie man so schön im Fußballjargon sagt, wird es ein dreckiger Sieg am Ende des Tages, ein 2:1. Und wir nehmen die 3 Punkte mit. Erster Heimsieg gegen Union. Wäre mir irgendwie persönlich auch. Meine Union konnte ja damals nichts dafür, dass die uns, also mehr oder minder konnten nichts dafür, dass wir so einen, nicht unbedingt Hass, aber halt einfach so genervt waren von diesem Abstieg und alles. Und Union war halt einfach nur der Gegner, der uns halt endgültig in die Zweitliga runtergeschossen hat, quasi über die Relegation. Da war der VfB mehr dran schuld. Der hätte es auch schon nicht verdient gehabt, in die Relegation zu gehen. Der Abstieg war völlig verdient, aber hat einfach nur so ein bisschen im Kopf, dass man gerade gegen diese Unioner dann wenigstens gewinnen sollte, so irgendwie vom Gefühl her. Die meisten Fußballfans werden wahrscheinlich so vom Feeling her auch so ein bisschen verstehen. Wichtigste aktuelle News noch, gibt Gerüchte über eine Rückkehr von Khedira zum VfB, die gibt es aber auch schon relativ lange, nachdem er jetzt bei Juve auch quasi keine Rolle mehr spielt. Was ihn auch interessiert, wäre die englische Premier League. Mal gucken, ich könnt's, ne, so Khedira war früher schon absoluter Fanliebling, auch bei mir. Mit seinem Riesenwechsel zu Madrid und sowas. Einfach eine richtig coole Personalie. Aber ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass wir so eine Aktion bringen mit unserer aktuellen Transferpolitik, mit eher jüngeren Leuten. Und auch im Mittelfeld haben wir eigentlich keinen großartigen Bedarf. Dann müsste da im Prinzip, außer Kedira setzt sich auch in den meisten Spielen auf die Bank oder so. Müsste man da irgendwie ein Endo, ein Mangala, ein Castro, sonst was loswerden, kann ich mir fast nicht vorstellen. Dann je nach Ergebnis jetzt zur Umstrukturierung der AG durch Hitzesberger könnt ihr euch gerne angucken und dann auch ganz nett Jubiläum quasi. Klaus Vogt ist am 15.12.2020 seit einem Jahr Präsident des VfB Stuttgart. Genau, auch hierzu Quellen sind da und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.